1969 gegründet ist das Institut für Humangenetik der MedUni Graz das älteste österreichweit. 1974 wurde hier auch die landesweit erste humangenetische Beratungsstelle gegründet. Da geht es darum, habe ich in meinem Erbgut etwas, was die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Erkrankung erhöhen kann? Oder wenn schon eine Erkrankung vorhanden ist, ist dafür mein Erbgut verantwortlich? Das können Herzerkrankungen sein, Erkrankungen des Nervensystems oder auch Volkserkrankungen wie Zuckererkrankungen. Gerade diese Volkserkrankungen werden immer öfter über Humangenetik untersucht und da kann auch immer mehr aus dem Erbgut herausgelesen werden, um Therapien besser, effizienter zu planen. Also ich bin davon überzeugt, dass die Genetik sich zu einer Standarduntersuchung entwickeln wird. Es gibt sogar schon Studien, die zeigen, dass das sehr kostensparend ist und dass man also sagt, wir schauen erstmal nach, ob es eine genetische Ursache gibt und machen danach erst weiterführende Analysen. Ein wichtiges Feld der Humangenetik ist etwa die Früherkennung von Tumorerkrankungen. Die Anfragen bezüglich Tumorberatungen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Wir haben Beratungseinheiten im Jahr von über 1000 und das ist sehr viel für ein humangenetisches Institut. Dafür werden modernste Methoden eingesetzt, sogenannte Liquid Biopsies. Dabei wird Blut genützt, um möglichst wenig invasiv Infos über das Erbgut zu bekommen. Im Reich der Lila Mäntel wird gestartet. Wir haben zwei verschiedene Bereiche in unserem Labor, einmal den Prä-Bereich und den Post-Bereich. Das ist jetzt, klingt super kompliziert, aber da geht es prinzipiell einfach nur darum, dass man Kontaminationen vermeidet. Die Maschinen hier sind wahre Schätze. Mit dieser Maschine, das ist ein NovaSeq 6000, kann man das gesamte menschliche Erbgut sequenzieren. Mittlerweile dauert es weniger als eine Woche und kostet weniger als 1000 Euro, was ein immenser technischer Fortschritt ist, wenn man bedenkt, dass die Entschlüsselung des ersten menschlichen Erbguts mehr als 13 Jahre gedauert hat und mehr als 3 Milliarden US-Dollar gekostet hat. Immerhin besteht das menschliche Erbgut aus 3 Milliarden Bausteinen, die es zu erforschen gilt.